Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medieval Dynasty. Wir spielen das Down mit Razimir. Hallo! Ich bin gerade auf dem Weg nach Gustovia. Also ich habe ein bisschen gesammelt, also ein paar Stöcke, Steine. Ich habe ein paar Steinmesser gemacht und ich habe noch ein paar Säckchen, die würde ich gerne verkaufen, damit wir ein bisschen Geld haben. So, die Dobroniega, die wartet schon auf uns. Na, los geht's. Also verkaufen wir erstmal 9 Säckchen und 88 Steinmesser haben wir hier. Super. Ich wollte noch mal gucken, ob wir da noch was haben, eventuell. Nicht so richtig, ne? Okay, das macht nichts. So, ich habe mir hier notiert auf meine Liste, also wir brauchen Schmieden, Handwerker, jemanden für den Brunnen und jemanden noch für den Feldschuppen. Am besten immer so pärchenweise. Müssen wir schon wieder nach Schmieden und Handwerker. Auswalder, die wäre gut für den Feldschuppen. Das ist 23. Die Bekoslava, die ist noch jung. Okay. Ich glaube, wir nehmen die beiden Hübschen, wenn das geht. Genau. Oh, der Janislav. Supi. Wo sind meine Häuschen? Oswald. Wo wohnt der Oswald? Oswald ist Kräuterkundler. Okay. Dann kommt hier der Janislav. Und die Oswalda. Janislav, Oswalda. Das machen wir gleich fertig. Der Janislav. Der kann in die Werkstatt. Oswalda. Die sollte in den Feld schuppen. Welchen nehmen wir denn? Da haben wir niemanden. So. Da ist es unter Produktion, ich habe jetzt gesucht. So, die Werkstatt. Was können wir jetzt in der Werkstatt herstellen? Gehen wir auf ein paar Eimer. Machen wir erstmal 20%. Bretter haben wir eingestellt, super, dann weiter geht's. So, ich wollte jetzt mit dem Alwin sprechen. Den haben wir schon markiert. Dann laufen wir schnell hin. So, der Junge ist wieder am Arbeiten. Hallo. Oh, ich kann etwas Feuer in diesen Augen sehen. Worüber denkst du so intensiv nach?
Da hast du nicht ganz unrecht. Ich habe vor, eine Zielscheibe aufzustellen. Hilfst du mir dabei? Sicher habe ich eine Wahl. Diese Frage habe ich nicht gehört. Stroh kann ich uns leicht beschaffen, aber wir können aus einem Holzstämmen und einen Hammer gebrauchen. Mehr brauchst du nicht zu sagen. Ich komme mit dem Rest zurück. Okay, Holzstämme, wie ihr seht, habe ich 100 in der Tasche. Wir brauchen nur einen Holzhammer. So, Alvin, ich bin fertig. Bitte sehr, wie geht das nun weiter? Ich weiß schon den richtigen Ort dafür. Komm mit. Geh voran. So, ich glaube, wir müssen jetzt schießen üben. Ich gehe schon mal. Boah, ich sammel dann auf dem Weg noch ein paar Stücke. Es dauert ein bisschen, bis der Alvin da angekommen ist. Oder wir können erst mit dem Unigus, mit dem müssen wir aufschwecken. Ach, das habe ich vergessen. Ich habe durch die Sammelei dann ein paar Punkte wieder bekommen. Das machen wir jetzt voll auf 3. Stark wie eine Eiche können wir nehmen. Ne, wissen Baumeister haben wir. Handwerksexperte. Ich nehme Kochwissen. Nehmen wir Nähwissen erstmal nicht. Das nehmen wir. Okay, wo ist der Unigost? So machen wir das und danach gehen wir zu Alvin hin. So, Unigost. Ich hoffe, dass es nicht lange dauert, unser Gespräch. Hallo mein Junge, hallo Unigus, lange nicht gesehen. Aber wirklich, Rasimir, wie ist es dir ergangen? Großartig, ich habe kürzlich wohl Rat getroffen. Das freut mich. Dein Vorhaben, mehr von Jordans Vergangenheit aufzudecken, scheint recht erfolgreich zu sein. Das stimmt, ehrlich gesagt ist das auch der Grund, aus dem ich hier bin. Ich wollte dich nach Kestrel fragen. Oh, also hast du von ihr gehört? Ja, Wolrad hat ihren Namen erwähnt, aber sonst nichts. Diese Geschichte muss jemand anders erzählen, hat er gesagt. Unigost? Das ist nur sehr seltsam. Warum ist das ausgerechnet so sagt? Warum er das so ausgerechnet so sagt? Wirklich seltsam. Kes, ich meine sie, nun ja, sie gehörte zur Meute und das war es auch schon. Du klingst gerade wie ich, als ich stark besoffen versuchte, meinen Eltern weiszumachen, ich sei nüchtern. Du hast recht, entschuldige, ich war einfach nicht auf dieses Thema vorbereitet. Sieh, ihr Thema, weißt du, Kestrel war... Ich erinnere mich an den Tag, an dem wir uns das erste Mal begegnet sind, Jordan, Sambo und ich. Wir kamen gerade von einem unserer Einsätze zurück. Es war ein wirklich spektakulärer Raubüberfall, Plan, Kampf, Aufstand, Reinfall, kurz gesagt. Wir sahen uns dazu gezwungen, eine Abkürzung durch einen Fluss zu nehmen und verloren dabei fast all unsere Ausrüstung, auch unsere Pferde. Tagelang irrten wir durch den Wald, bevor wir auf ein kleines Dorf stießen. Wir waren viel zu erschöpft, um es auf elegante Art zu versuchen, also entschieden wir uns einfach ein paar neue Pferde aus dem Stall zu nehmen und etwas Geld dazulassen. Das taten wir danach auch. Wir ritten so schnell wie konnten aus dem Dorf, als wir plötzlich einen gellenden Pfiff hörten. Die Pferde hielten auf der Stelle an und rührten sich nicht mehr, als wären sie verhext. Jordan stürzte aus dem Sattel. Sambo trat mit aller Kraft die Hacken in die Flanken seines Pferdes, aber es bewegte sich nicht einen Schritt, und dann hörten wir ihre Stimme. Wenn ihr alle wichtigen Körperteile behalten wollt, Jungs, dann steigt ihr jetzt von meinen Pferden ab und fangt an zu rennen.
Ich drehte mich um und ich sah mich der schönsten Frau gegenüber, die ich je gesehen hatte, und dem Pfeil ihres gespannten Bogens, der genau auf mein Auge zielte. In diesem Moment kam dein Onkel wieder auf die Füße. Er war stinksauer und das ließ er sie auch lautstark wissen. Also schwenkte sie ihren Bogen ein klein wenig zur Seite und ließ den Pfeil fliegen. Sie hatte auf ihn geschossen, ohne zu zögern. Sambo und ich, wir haben uns gekrümmt vor Lachen. Was? Warum? Jemand wie sie war uns nie zuvor begegnet. Sie war die erste und so ziemlich die einzige Person, die es ihr geschafft hatte, Jordan alt aussehen zu lassen. Er blutete und wir lachten. Das muss ein wirklich seltsamer Anblick gewesen sein. Sie dachte sicher, wir hätten den Verstand verloren. Ziemlich sicher. Das alles endete damit, dass wir den ganzen Tag miteinander verbrachten. Sie versorgte Jordans Wunde und Jordan sagte die ganze Zeit über kein Wort. Währenddessen flehten Sambol und ich sie geradezu an, sich uns anzuschließen. Als wir unsere Mission erklärten, etwas, das wir nie zuvor einem Fremden gegenüber getan hatten, stimmte sie zu, ohne Zögern. Diese Frau hatte einfach kein Quäntchen Furcht in sich. Das mutigste Wesen, das es je gegeben hat. Ihre einzige Bedingung war, dass wir alle Pferde mitnehmen. Diese Tiere waren ihre Familie. Sie hatte niemanden sonst und Familie lässt man nicht so einfach zurück. Es waren 5. Manche würden es Zufall nennen, andere Schicksal. Das 5. Pferd war für Wollrad, nicht wahr? In der Tat, sein Name war Kletter. Ein Name, der nicht besser zu seinem zukünftigen Besitzer hätte passen können. Kletter fungierte für beinahe ein Jahr als unser Packpferd, bevor er einen Reiter fand. Die beiden wurden unzertrennlich, das kann ich dir sagen. Aber zurück zu Kestrel. Jordan mochte sie am Anfang nicht besonders. Das muss das einzige Mal gewesen sein, dass ich ihn hier so verunsichert gesehen habe. Bei anderen Frauen genügte ein Blick und er hatte sie in seinen Bann geschlagen. Doch bei ihr gelang ihm das nicht und das nahm er ihr übel. Übel, sag mal. Zumindest für eine Weile, denn bald ergab eins das andere. Die Sonne geht immer im Osten auf und im Westen unter. Daran führt kein Weg vorbei. So war es auch mit Jordan. Er bekam immer das, was er wollte. Und was er wollte, das war bewundert zu werden und begehrt. Es ist nicht so, als hätte sie je wirklich eine Wahl gehabt. Sie waren ein Paar, Estelle und Jordan. Nun, es begann alles als eine flüchtige Liebschaft. Aber beginnt die Liebe so nicht oft? Schon bald waren sie unzertrennlich. Hätte ich Jordan nicht so gut gekannt, ich hätte geglaubt, dass sie ihn veränderte. Aber er veränderte sich nicht, konnte es nicht. Er amüsierte sich nur mit seinem neuesten Spiel. Eine Liebesbeziehung. Selbst Sambo wurde das irgendwann klar. Alle wussten es. Außer Kestrel. Jordan wurde dieses Spiel so bald müde wie alle anderen. Also kehrte er wieder dazu zurück, alle möglichen andere Frauen zu verführen und Spaß mit ihnen zu haben. Mit dem Unterschied, dass das Ganze für ihn nun den zusätzlichen Reiz der Herausforderung hatte, es vor Kestrel geheim halten zu müssen. Es tat weh, das mit anzuschauen. Wirklich weh, besonders, weil ich sie beide so sehr liebte. Du liebtest sie wie deine Familie. Razimir, ich liebte Kestrel von dem ersten Moment an, in dem sie ihren Pfeil auf mich richtete. Das hat nie aufgehört, aber ich bin schon immer schüchtern gewesen und mein Leben in Jordans Schatten hat er das nur noch schlimmer gemacht. Also behielt ich es für mich, jahrelang, bis ich es nicht mehr tat. Wie meinst du das? Wir begannen uns heimlich zu sehen. Also habt ihr Jordan betrogen? Nichts ist jemals einfach schwarz und weiß, lieber Razimir. Das wirst du lernen, wenn du älter wärst. Wir bewegen uns alle innerhalb unendlich viele verschiedene Graustufen. Aber ja,
Es lässt sich nicht leugnen. Ich hasste mich selbst dafür und ich hasste ihn, weil er die Liebe meines Lebens verletzte. Dafür, dass ich sie anlog, um seine schmutzigen Geheimnisse zu wahren, während ich mein eigenes hütete. Es war erschöpfend, wenn ich ehrlich bin, doch ich konnte nicht aufhören, konnte sie nicht verlieren. Und sie konnte nicht damit aufhören, ihn ebenfalls zu lieben. Ich verurteile dich nicht, Hunigost, es klingt unerträglich. Das ist nicht das Ende der Geschichte, alles ging bergab. Als ich schwanger wurde, ich konnte weder essen noch schlafen, zog mich mehr und mehr von ihr zurück. Das Nichtswissen brachte mir fast um den Verstand. War Jordan der Vater? Lag ich bei einer Frau, die das Kind eines anderen trug? Oder war es vielleicht das meine? Und ich würde es nicht großziehen, stattdessen als sein Onkel bei ihm leben, eine Lüge leben, wie ein Feigling. Die finsteren Gedanken gingen mir in diesen Momenten durch den Kopf. Ich gebe mir noch immer die Schuld deshalb. Habe ich mir etwa insgeheim sogar gewünscht, dass es passiert? Dass was passiert? Das Kind kam dort zur Welt. An jenem Tag wollte ich mit ihm sterben. Doch gleichzeitig fühle ich mich erleichtert. Was für ein Mensch fühlt sich, wenn so etwas erleichtert? Als Jordan den Raum verließ, wollte ich die Augen des Kindes sehen. Ich wollte sicher gehen, endlich wissen, was ich fühlen sollte. Aber sie ließ mich nicht. Jordan und ich trauerten gemeinsam, tranken und weinten die ganze Nacht gemeinsam. Ich tat, als hätte ich lediglich Mitgefühl, das Mitgefühl eines Bruders. Dabei war ich nicht als ein Dreckskerl, der seinen ganz eigenen Grund zur Trauer hatte. Der winzige Körper des Kindes wurde am Morgen verbrannt. Danach konnte ich nicht zu Kestrel zurückkehren. Und Jordan konnte es ebenfalls nicht. So verlor sie drei Männer an diesem Tag, alle verzehrt von den Flammen, als Rauch und Asche zerstreut vom Wind. Hunigost, es tut mir so leid. Ich hatte keine Ahnung, was du alles durchgemacht hast. Was ihr alle durchgemacht habt. Es gibt nichts, das dir leid tun müsste, mein Junge. Ich habe von Anfang an versucht, es dir klar zu machen. Beneide nicht das Leben, das wir geführt haben. Wir haben versucht, etwas wirklich Gutes zu tun, etwas zu verändern. Doch wir waren keine Helden. Wir zahlen noch immer den Preis dafür. Ich muss sie treffen, Hunigost. Du hast gesagt, dass es euch alle in diesem Tal verschlagen hat. Ich weiß nicht, wo sie lebt. Sie wollte nicht gefunden werden, nicht von mir, also habe ich nie gesucht. Allerdings bin ich recht sicher, dass Sambo es weiß. Du kannst es bei ihm versuchen. Das werde ich. Razzi mir, wenn du sie siehst, sag ihr das. Ich... Nein, nichts. Gib Acht auf dich. So, die Gäste, also ist auch wieder mal eine traurige Geschichte. Ja, wir werden wohl die Gäste suchen müssen. Aber zuerst sprechen wir dann mit dem Alvin. Das ist die perfekte Stelle. Was denkst du? Sieht gut aus. Was kommt als nächstes? Als nächstes werde ich das Schießen üben. Wenn du Zeit hast, kannst du mir zeigen, wie du es machst. Du bist definitiv besser darin. Ja, dann machen wir das. Was war das nochmal? 20 Meter oder so? Hallo, in Ordnung. Mein Schießgeselle, schau zu und lerne. Ich denke, 20 Meter Entfernung von der Zielscheibe sollten reichen. Zeig mir, was du kannst. Fein. Ich weiß nicht jetzt, wie viel die 20 Meter waren. Ich habe mir an der Stelle hier irgendwo... Da war immer irgendwie so ein Stein oder so. Ich weiß es nicht mehr. Kann das sein? Wir versuchen es, aber ich glaube, das ist noch zu nah dran. Ich vergessen, wieder auf die 1 zu legen.
Oh, ich habe jetzt mit dem. Das sind 30 Meter. Warst du es schon? Aber wir wollen kurz noch angeben. Wir schießen noch mal. Ja. So, lieber Alwin. Hallo. Und so wird es gemacht. Wenn du nur so bescheiden wärst, wie du gut im Zielen bist. Ich kann nicht beides sein. Ich werde viel üben müssen, bevor ich es wirklich mit dir aufnehmen kann, aber sei bereit, bei unserem nächsten Schießwettbewerb werde ich es dir nicht mehr so leicht machen. Die Herausforderung nehme ich an. Bis zum nächsten Mal. Genau, bis zum nächsten Mal. Wir wollten noch mit dem Sambo sprechen. Das machen wir heute nicht. Also, wir haben jetzt auch wieder viel Text zum Lesen gehabt. So. Ich glaube, ich mache mich auf den Weg nach Hause. Mal kurz einen Schnitt. Gehe dann schlafen und hol euch dann dazu. Bis gleich. Da sind wir wieder. Hallo. So, ihr Lieben, ich habe hier ein bisschen was geändert. Und zwar, ich hatte hier den Oswald, den Kräuterkundler, der ist so 24 Jahre. Dann habe ich die neue Dorfbewohnerin, die Oswalda, zu Oswald reingepackt. Das muss ich hier ändern. Also der Janislav, der wohnt jetzt alleine. Und den Janislav habe ich erst als Handwerker in die Werkstatt reingepackt. Aber da habe ich den rausgenommen. Der ist jetzt in der Schmiede. Und er muss nämlich ein paar Werkzeuge herstellen. Den, wie ihr seht, uns fehlt hier Werkzeug. Spitzhacke kann ich so welche machen. Muss da so ein bisschen helfen. Machen wir 4 Stück. Ich muss gleich gucken, ob ich den Janislav in das richtige Häuschen hingemacht. Seine zukünftige könnte vielleicht dann die Werkstatt übernehmen. So. Ein paar Schaufeln haben wir, Steinmesser haben wir auch. Das geht. Das geht. So, Janislav, wo wohnst du jetzt? Da. Hier haben wir die Jäger, oder? Ich glaube schon. Okay. So. Das haben wir erledigt. Feldschuppen, das war der. Ja, ich habe die, glaube ich, auch in den anderen Feldschuppen reingeschoben. Ja. Hier ist noch keiner, aber das macht nichts. Näherei, was fehlt uns da? Leder. Checken wir die Jägerhütte. Super.
Wir gucken noch nach dem Essen, nach dem Wasser. Fleisch haben wir genug und Wasser geht auch noch. Okay. So, wir haben von der Kestrel erfahren, da müssen wir mit Sambor sprechen. Dann sollen wir später nochmal zu Alwin, also im Winter. Oder wie auch immer. Genau, zweimal Sambor. Da bräuchten wir den Bären. Okay. Also wir haben ein bisschen Geld verdient, also das ist nicht viel, aber ich hoffe, dass wir wenigstens das Lagerfeuer freischalten können. Sehr gut. Was könnten wir noch? Das reicht uns noch nicht. Das haben wir schon. Dann warten wir doch noch ein bisschen. Okay. Soll ich hier schon mit der Feuerstelle anfangen? Ne, wir machen erstmal wieder bei der Jagdhütte fertig. Ja. Gut, dass wir noch Holz in der Tasche haben. Da war es doch. Hier können auch noch zwei Stück hin. Das geht echt nicht bei dem Schiff. Ach Mensch. Fliegt alles durch die Gegend. Hier wollte ich später den Zaun im Halbkreis, habe ich letztens gesagt, ne? Aber von einer Bezäunung habe ich noch nichts, ne? Okay. Also machen wir auf der Seite hier gegenüber auch die, kann mir jemand sagen, wie die heißen jetzt, die Sitzbaustümpfe, ne? Ach Mensch. So, wo fangen wir jetzt an? Mache ich die hier hin? Oder mache ich noch ein paar Felder?
Mal schauen, wie das hinkommt. Um einen da hinten. Ah. Wo fangen wir an? Und wie viel haben wir überhaupt? Ja, das müsste reichen. Hier können wir vielleicht ein bisschen Deko machen. Wieder Konzentration angesagt. Kaum gesagt. Schon was falsch gemacht. So kann es weitergehen. Unendlich Holz in der Tasche wäre schön. Ich glaube, ich bleibe bei der Plantage. Bin hier irgendwie so falsch abgebogen, sag ich mal jetzt so. Wo bin ich? Da. Los, nicht drehen. Haben wir noch, sehe ich gerade.
Wir nicht unbedingt alle verbrauchen jetzt. Lasse ich erstmal so. Da muss ich nachher schauen, wie ich das am Haus mache. Bin gespannt, ob die Dorfbewohner dann wie Hühner hier drauf sitzen werden. Hätten wir jetzt. Hier lassen wir uns auch was einfallen. Mal die 6. Bäumchen hatte ich nur. Apfelbäumchen brauche ich. Ach doch. Später noch ein paar Blumentöpfe hier. Bisschen Mohn. Was nehmen wir da Schönes? Meine Lieblingspflanzen. Noch später ein paar große Körbe. Ich glaube, wir sind fertig. Bildchen mache ich später. Aber ich platziere den Razzimi hier schon vor die Stille, wo wir schon dekoriert haben. So. Wissen, was haben wir heute geschafft? Immerhin, lange Weg nach Gustovia und zurück. Ihr Lieben, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich freue mich auf euch bei der nächsten Folge. Mach's gut. Ciao. Goodbye.